Verehrte Anwesende, wir haben uns hier versammelt, um gemeinsam nach vorne zu schauen. Der Kampf für eine bessere Welt hat begonnen. Der Wunsch nach Freiheit. Meine kitschige Scheiße! Verdammt nochmal, kann ich über zwei Sätze zu Ende reden? Moment mal, Herr Autor. Du bist immerhin derjenige, der mich erschaffen hat. Also setz dich mit mir auseinander, Mann. Du mit deiner... Schreibblockade? Ja, genau, Schreibblockade. Wieso tippst du die Scheiße eigentlich auf der Maschine da? Ist das so ein Hipster-Ding? Ich versuche, ein Gefühl für die Epoche zu bekommen, in der du dich bewegst, okay? Da hat man halt nun mal damit geschrieben. Ja, das mit der Zeitreise war eine richtige Scheißidee. Welches Klischee kommt als nächstes? Bin ich mein eigener Großvater oder so? Nein. Danke. Hey, jetzt im Ernst. Du und ich, Henry. Was du mit mir erschaffen hast, das war Poesie. Zwei große Werke. Ungebändigter Kraft. Und jetzt? Was ist los? Ich muss dich umbringen. Was? Du hast mich schon richtig verstanden. Ich muss dich umbringen. Die Trilogie braucht einen Abschluss. Du musst sterben. Es führt kein Weg dran vorbei. Das ist gar keine Schreibblockade. Du suchst seit Wochen einen Weg drumherum. Es war eine dunkle, stürmische Nacht. Die Zeitreise, die spricht in der Ente. Die Ente war ein Symbol. Du sabotierst dich selbst. Ich kann nicht fertig werden. Ich darf nicht fertig werden. Doch. Du musst. Ich kann nicht. Du bist einzigartig. Ich kann dich nicht einfach so. Ich muss die Geschichte ja nicht zu Ende bringen, weißt du? Schau dich um. Du hast mich erschaffen. Du kannst mich auch wieder vernichten. Eigentlich ist es ganz einfach. Die Geschichte braucht einen Abschluss. Ich muss gehen. Wie? Das überlasse ich dir. Aber wenn? Henry. Ja. Keine Zeitreise mehr.